Guten Morgen, Herr Gerhard, hier ist Leipzig. In Leipzig ist alles in Ordnung. Ich muss mich jede Stunde in Bonn in der Zentrale melden. Wenn wir nicht anrufen, melden die sich bei unserem Chef. Wenn ich mich um 5 Minuten verspäte, dann ist das auch nicht schlimm. Das ist zu unserem Eigenschutz. Wir können ja hier auch mal einen Herzinfarkt haben oder wer weiß was. Es sind ja auch andere Kollegen hier. Es ist nie langweilig. Man muss sich immer beschäftigen. Ich lese. Ein Rätselbuch. Dann geht man ein paar Schritte. Dann wird noch ein bisschen das Umfeld beobachtet, das Auto noch draußen steht und ob sich irgendwelche Gestalten rundrücken. Dreimal war ich schon in Norwegen. Das letzte Mal im Sommer für 2 Wochen. Da sind wir von einer Hütte zur anderen. Das ist ein richtiger Tramperurlaub gewesen mit dem Auto. Meine Frau, mein Bruder und ich. Von Schnee bis Baden war alles dabei. Wir waren da in einem Reservat, wie sagt man, einem Naturschutzgebiet. Und mein Bruder, der wollte unbedingt so Moschusboxen finden. Und er hat sie auch gefunden, weil der ist Förster. Das sind so wie so riesengroße Schafe. Also von Kanada sind die damals über Grönland nach Norwegen. Wie das damals zustande kam, weiß auch keiner. Was ist das? Ach. Was ist das? Schon wieder. Scheiße. Immer runter. Alarm. Kann man die Uhr nachschauen. Scheiße, scheiße. Wir haben Alarm. Ich höre nichts. So. Von mir ist es wieder aus. Das Fiepen geht nicht weg. Jetzt reagiert doch mal der. Hier fiept nichts und hier blinkt auch nichts. Ich habe kein Signal. Nichts. Ich kriege es nicht aus. Noch 20 Sekunden, dann wird die Polizei alarmiert. Es geht nicht. Vielleicht kommen 2 Streifen. Das verdammte Ding. Das kostet. Jetzt. Aus. Endlich. Blunk. 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 Und man denkt, da geht einer im Treppenhaus. Ich habe immer das Gefühl, hoffentlich passiert nichts. Kein Alarm, kein Brand, nichts. Das Gefühl verlässt mich nie. Lieber 12 Stunden nichts zu tun, in Anführungsstrichen, als viel Stress und es passiert was. Der Fußballverband hat mir eine Trainerausbildung angeboten. Wir haben Jungs eingekleidet, sind mit denen 2-mal im Jahr ins Ausland zu internationalen Turnieren gefahren. Die waren richtig gut. Meine Frau, die war damals so eine Art Mannschaftsbetreuerin. Die war die Mutti für all die kleinen Kerle hier. Und ihr hat das eigentlich auch Spaß gemacht. Ich bin in keinem Verein. Schon wegen der Arbeit hier kann ich das gar nicht. Da habe ich keine Zeit für. Und wenn ich mich in einen Verein einbringen will, dann richtig oder gar nicht. Zurzeit ist das einfach nicht drin. Ich bin in gar keinem Verein mehr. Wer Fußball spielt, ist in einem Verein organisiert. Ich spiele mit meinem Kumpel. Wenn Sport nicht organisiert wird, kommt nichts rum. Das ist wie überall. Es zählen ja nicht die Erfolge. Fußball ist Kameradschaft. Fußball ist Kampf. Fußball ist Spaß. Fußball ist Volksverdienst. Das ist meine Freizeit. Freizeit! Ist kostbar. Die Gesellschaft braucht uns. Falls es irgendwann mal eine Seuche gibt, die alle über 50-Jährigen ausrottet, praktisch von einem zum anderen Tag. Wir wären einfach weg. Hätte ich Glück, ich bin 49. Die Seuche würde neue Seuchen nach sich ziehen. Kinder und Frauen würden sterben. Bis nach und nach auch der letzte Mann dahin gerafft wäre. Am Ende würden nur noch Elefanten und Tiger über die Erde laufen. Und über kurz oder lang würden die auch sterben, bis vielleicht noch ein paar Fische übrig bleiben. Die hätten von all dem nichts mitbekommen. Die würden einfach weiter rumschwimmen. Nachts sollte man sich einen Pullover unter die Uniform ziehen. Aber so richtig warm wird mir erst, wenn ich meine Rundgänge mache. Eben waren wir noch zu dritt. Ist doch keine Art, so einfach zu verschwinden. Der hätte sich wenigstens verabschieden.
ein bisschen Kälte gehört eben dazu. So ist das.